Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Susanne Seitz. Susanne ist Studienrätin für Englisch und Kunst und ihr liegt die positive Entwicklung ihrer Schülerinnen sehr am Herzen, sowohl im Lehrberuf wie auch als Coach. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche mental, damit sie später im Leben erfolgreich, motiviert und selbstbewusster eben durch dieses gehen. Und deswegen habe ich mir die Susanne eingeladen, weil ich mit ihr darüber reden möchte, wie ist es, ein Leben mit einem Teenager, anders gesagt, in Liebe durch die Pubertät. Ich sage schönen guten Morgen, liebe Susanne. Ja, guten Morgen, liebe Jana. Herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Wir hatten ja auch schon so ein wunderschönes Vorgespräch, das ja wirklich Lust gemacht Ja, hat auf viel, viel mehr. fantastisch. Und dadurch kennen wir uns so ein bisschen, also nicht nur durch das Vorgespräch, auch weil wir uns online begleiten auf unseren beruflichen und privaten Wegen und Irrwegen, aber der ein oder andere Zuhörer vielleicht noch nicht. Hast du dann fünf Adjektive für mich, die deine Persönlichkeit beschreiben? Ja, liebe Jana, wir haben uns ja im Vorgespräch schon drüber unterhalten und natürlich habe ich mir dann überlegt, was ist denn das, was mich beschreibt mit fünf Adjektiven? Jetzt bin ich ja jemand, der erstmal darüber selber nachdenkt und überlegt, was könnte das sein? Und dann habe ich Menschen gefragt, die mich umgeben und dachte mir, frage ich doch mal von außen, was denken denn die eigentlich über mich? Und da ist so ein schönes Potpourri zusammengekommen und ich habe mir jetzt einfach welche ausgewählt. Also ganz viel Menschen bezeichnen mich als sehr empathisch, was mich dann, ja, es hat mir gut getan, das zu hören. Ich weiß von mir selber, dass ich sehr quirlig bin. Also vielleicht vielen Menschen etwas zu quirlig, viel zu viel Energie, viel zu viele Ideen. Und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt. Ich glaube, dass mein Kopf ein bisschen größer für das Thema Kreativität ausgebaut wurde, als ich hier auf die Welt kam. Das heißt, manchmal überkommt es mich, dass ich wirklich sehr kreativ dann in die Welt gehe. Und was auf jeden Fall ist, ich bin sehr humorliebend. Deswegen habe ich unser Vorgespräch auch so geliebt, dass wir da so unglaublich viel lachen mussten. Und ich würde mich selber auch als fokussiert bezeichnen. Vielleicht ein bisschen so dieses ja, Ziel sehen und darauf zusteuern. Und das hätte ich jetzt rausgenommen aus dem Potpourri aus Adjektive für mich. Das Ist war jetzt total. nicht kurz, das war ein Nee, bisschen viel jetzt schon wieder. das pa mir passt es. Das Einzige, wo ich jetzt überdenke, fokussiert und quirlig, passt das eigentlich miteinander? Ja, weil im Endeffekt habe ich schon den Blick nach vorne. Ich weiß, wo ich dann hin will. Und dieses Quirlige, es ist eher dieses, komm, wir gehen's an und wir packen das jetzt und los geht's. Und dieses Mitreißen, das ist das, was mir ganz viele, vor allem auch meine Schüler mir gesagt haben. Ich werde wohl sehr motivierend und mitreißend. Und das ist ja genau das, was ich auch denke, dass das etwas ist, was ich kann. Deswegen mache ich das ja auch so beruflich so gerne. Ja, Das hat sich dann irgendwo wieder gefunden in meiner Identitätsstruktur und in dem, was ich dann auch gerne mache. war das eigentlich schon immer ein Wunsch von dir, mit jungen Leuten zu arbeiten, oder hat sich das aufgrund der Berufswahl so ergeben, dass du da so reingeflutscht bist? Weil ich finde, es Also. gibt ja kein schwierigeres Alter als Heranwachsende, und das ist gar nicht wertend gemeint, sondern einfach, weil die ja selber so mit sich beschäftigt sind, dass man da ja schon sehr standfest auch sein darf im Umgang mit den Jugendlichen. Deswegen so meine Frage, war das schon immer so dein Wunsch, mit den jungen Leuten zu arbeiten, oder hat sich das einfach ergeben? Ich wünschte mir jetzt gerade, wir hätten bei unserem Vorgespräch schon angefangen mitzuschneiden, weil wir uns ja im Vorgespräch jetzt gerade eben darüber unterhalten haben, dass es manchmal Türen gibt, die schon längst da sind und die man vielleicht nicht sieht, weil man so einen halben Meter daneben steht und denkt, was könnte ich jetzt da tun? Und plötzlich geht man mal so kurz zurück und sieht da diese Tür, die dann auch gar nicht verschlossen ist, sondern plötzlich so aufspringt, als wenn sie schon lang gerufen hätte, sieh mich, geh hier durch. Und dass ich mit Jugendlichen arbeite, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wollte was mit Kunst machen, ich wollte Design studieren, ich wollte dann die Akademie und da Kunst studieren. Und ich kann so viele Menschen verstehen, die ihren Lebensweg wirklich voller Vertrauen gehen, weil ich dann an der Akademie war und wirklich erfahren habe, dass der Einsendeschluss für die Mappe am Tag vorher war. Und dachte mir, okay, das ist jetzt dumm gelaufen. Und dann meinte aber die Dame an der Pforte, dass ich mal rübergehen an die Universität, also darüber gehen soll. Da drüben wäre heute Einsendeschluss. Da bin ich da wirklich rübergegangen und dann kam ich so zum Lehrfach und habe Kunst studiert auf Lehramt. Und weil ich ein Zweitfach gebraucht habe, das wusste ich ja zu dem Augenblick gar nicht, habe ich dann wirklich gedacht, okay, was mache ich?
Und jetzt könnte ich ein bisschen ausholen. Ich hatte nämlich einen Englischlehrer, der meinte, dass ich niemals Englisch könnte. Und habe gedacht, okay, doch jetzt erst recht. Ich mochte das Fach immer total gern, war total im Struggle mit diesem Englischlehrer und dann habe ich gedacht, jetzt erst recht, das kann ich. Und dann habe ich mich für Kunst Englisch entschieden. Und dann ist natürlich diese Arbeit mit den Jugendlichen so von selber in mein Leben gekommen. Und ich merke jetzt im Nachhinein, dass es das Beste war, was mir passieren konnte, weil ich genau dieses Alter so super finde. Ich mag das, wenn die so, ja, Reibung haben. Und die haben sie ja interessanterweise hauptsächlich daheim, in ihrem Elternhaus. Und ich habe dann in der Schule diejenigen, mit denen ich arbeiten kann, im Sinne von junge Persönlichkeiten, die da gerade ganz neu entstehen. Ich finde das wahnsinnig inspirierend und schön. Also es ist genau meins. Ich würde das nicht missen wollen, in keinster Form. Wahnsinn. Also erstmal glaube ich, wir haben beide irgendwie den gleichen Englischlehrer gehabt. Nee, bei mir war es eine Lehrerin. Die hat mir ja auch immer gesagt, ich kann kein Englisch. Deswegen habe ich ja immer erzählt, mal so ein Englischtrauma. Ich habe mich ja echt gescheut, diese Sprache dann zu sprechen, dass ich dann natürlich im Ausland lande und hier dann viel mehr mit Englisch konfrontiert werde, als mir lieb ist. Und das jetzt doch Spannend. halbwegs fließend sprechen kann, zumindest verstehen tue ich vieles mehr, als dass man sich manchmal so traut. Man hat ja so eine Barriere. Ist schon auch spannend und daran sieht man eben auch, finde ich, wie wichtig. Nee, wie einflussreich, so rum, wie einflussreich Lehrer sein können. Wichtig ist immer, Absolut. sei immer dahingestellt, aber einflussreich definitiv. Und ich glaube, man muss sich diesem Einfluss auch bewusst sein als Lehrerin. Wurde euch das so oder wurde Ja. dir das damals auch so vermittelt, dass du dahingehend so diesen Einfluss haben wirst? Oder ist das etwas, was auch mit der Arbeit gewachsen ist? Also ich glaube, ich spreche ganz vielen Lehrern aus dem Herzen, wenn ich sage, leider ist unsere Ausbildung noch ganz weit von dem entfernt, was wir dann eigentlich später machen. Ich habe die wirklich eigentlichen Tools wirklich bei meiner Ausbildung zum Coach gelernt und ich hätte mir so gewünscht, dass während meiner Ausbildung schon zu erfahren, wie geht Motivation, wie geht Struktur, welche Programme haben wir, wie geht Motivation. All das wurde uns niemals beigebracht und das fand ich so, ja, also im Endeffekt haben wir hier mit jungen Menschen zu tun und gerade jetzt, wo wir wirklich auch mit anderen Sachen zu tun haben, statt nur mit der Vermittlung von Lerninhalten. Es ist so, also wir haben so viele Kinder, die gerade vielleicht durch die Pubertät, aber vor allem auch durch diese Corona-Geschichte ganz andere Bereiche in ihrem Leben gerade bewältigen dürfen. Und da wird uns wieder nicht die Möglichkeit gegeben. Also ja, natürlich selber ganz viel, aber es ist immer Eigeninitiative, dass wir im Augenblick uns fortbilden mit selbstverletzendem Verhalten. Was ist mit, wenn Suizidalität auf den Schirm kommt? Es sind die Themen, die unsere Jugendlichen leider zum Teil auch mit beschäftigen. Und ich will jetzt da kein negatives Bild von den Jugendlichen machen, aber es sind halt wirklich Bereiche, die viel zu kurz kommen in der Schule. Also wir können nicht mehr in die Klasse gehen und sagen, ich bringe euch jetzt Englisch bei, sondern ich muss erst mal schauen, wie geht es denn den Schülern gerade in der Klasse? Was ist da gerade los? Und bin ich dann vielleicht auch bereit, in der Pause mich mit einem Schüler, mit einer Schülerin auf den Gang zu stellen? Und zu sagen, ich habe gemerkt, du bist heute überhaupt nicht bei der Sache, ist alles gut bei dir. Und da Raum zu schaffen für diese Themen, weil wie will denn ein Kind Englisch lernen, wenn doch im Kopf gerade ganz andere Themen viel wichtiger sind? Und sich da die Zeit zu nehmen, diese Zeit, finde ich, ist im Schulsystem noch leider viel zu knapp bemessen, diese persönliche Zeit, um den Kindern eine Basis zu schaffen, überhaupt lernen zu können. Genau, und eben auch dieses Vertrauen einfach, dass das da nicht um richtig und falsch geht, weil ich glaube, dass viele mit Genau. diesem Wissen auch in die, also mit dieser Einstellung in die Schule gehen, so, entweder ich mache es halt richtig oder ich mache es halt falsch und dadurch ja dann auch nochmal extra Druck obendrauf haben, neben dem, was ja entwicklungsstatisch eigentlich gerade ansteht. Und da steht ja ganz viel Ja. an. Wann fängt nach Ja, deiner, ja, unglaublich. du? Nee, ich war das gerade wirklich unglaublich. Da steht wirklich ganz viel an gerade. Genau. Was würdest du sagen, nee, anders gefragt, ab welchem Alter hast du so das Gefühl, beginnt so ein Teenager? Ich weiß, man sagt so ab 13, weil da hinten das Teen so drin ist, aber ist es wirklich so das, wo es anfängt? Oder hat sich das in der heutigen Zeit auch nach vorne verschoben? Sind unsere Jugendlichen heutzutage viel früher schon in diesem Umbaumodus, der ja hormonbedingt einfach stattfindet? Und wie hat sich das so aus deiner Erfahrung, sagen wir jetzt mal erst nur schulisch gesehen, wie haben sich die Jugendlichen verändert? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch vor ein paar Jahren die Jugendlichen so waren wie jetzt. Aber was hat sich dahingehend verändert, was es für dich dann wieder spannend macht, immer noch bei dem Thema zu sein?
Ich denke, wenn wir beide zurückdenken an unsere eigene Jugend, dann wissen wir die Antwort auf diese Frage, weil im Endeffekt hat sich das sehr viel weiter nach vorne verschoben. Und ich denke, viel ist da auch Social Media, ich sage jetzt mal, zu verdanken. Sie kriegen viel früher Input in verschiedenen Bereichen, können sich viel früher im Internet über Bereiche informieren. Und das heißt, die Körper der Jugendlichen und vor allem eben auch die Gehirne der Jugendlichen gehen viel früher in diese Entwicklungsphase rein. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Aber damit umzugehen, das ist jetzt eben die Herausforderung, weil ja oft entweder der Körper oder der Umbau im Gehirn in die Pubertät gehen und das eine und das andere noch gar nicht zusammenpassen. Und diese ja fehlende Balance dann, die ja in der Pubertät nie gegeben ist, die ist jetzt noch viel deutlicher. Und ja, für mich macht es das eigentlich auch wieder spannend. Ich bin ja jemand, der das nicht könnte, einen 9-to-5-Job und immer das Gleiche tun, ohne dass jetzt jemanden da etwas unterstelle, der das gerne macht. Aber ich brauche die Abwechslung, ich brauche die neue Herausforderung. Das eben motiviert mich dann, immer wieder neu ranzugehen. Das ist dann mein Steckenpferd. Und wenn du jetzt, du arbeitest ja auch als Coach mit den Jugendlichen, nicht nur eben in diesem Schulsystem, sondern auch nochmal nach draußen. Wie darf man sich das so vorstellen? Mit was für Themen kommen die Jugendlichen? Oder kommen eigentlich die Eltern, weil die sagen, mein Kind, und jetzt mal provokant gesagt, funktioniert nicht mehr, mein Kind hat sich verändert und ich weiß gar nicht, was los ist. Also wer ist da eigentlich derjenige, der dann den Kontakt zu dir sucht und wer hat dann vielleicht das größere Problem mit der Pubertät sind es vielleicht gar nicht die Jugendlichen. Das hast du super schön formuliert. Ja, also im Endeffekt sind es wirklich die Mütter. Es sind 95% Mütter, die kommen. Ich habe ja zwei Bereiche. Also ich habe mal Jugendliche und Familien und junge Leistungssportler. Und die jungen Leistungssportler melden sich natürlich von sich aus. Die wollen etwas verändern, weil sie merken, dass sie irgendwo im Wettkampf nicht die Leistung bringen, die sie gerade vielleicht im Training bringen oder dass da noch Luft nach oben ist. Bei dem Bereich Jugendliche und Familien melden sich zu 95% die Mütter. Und im Endeffekt hast du das vorhin so schön angesprochen, ist es wirklich so, dass die Mütter denken, es ist eine Möglichkeit, dass das Kind eine neue Ebene bekommt und hoffen, glaube ich, zum großen Teil, dass es bei mir abgegeben wird und dann kriegen sie es sozusagen gerichtet und gewartet wieder zurück. Und das Lustige ist dann, dass sie sehr schnell merken, dass es nur über Familie geht, also nur über das System. Und dass auch sie ganz viel Coaching kriegen plötzlich in den Gesprächen und ganz viel ein Miteinander ist. Weil es ja nicht funktioniert, dass ich dem Kind sozusagen, übertragen wir es mal auf den Bereich Pflanze, dem jungen Pflänzchen einen neuen Nährboden gebe oder irgendwo eine Stütze mit beim Wachsen mit Einbau und es dann wieder zurückkommt ins ursprüngliche System. Also ich muss da das System auch mit vorbereiten. Und das heißt, im Endeffekt ist dann nicht nur das Kind allein bei mir beim Coaching, sondern eben auch die Familie im Hintergrund. Was sich natürlich unterscheidet, ist die Geschichte vor der Pubertät. Da sind die Eltern komplett dabei im Coaching-Prozess. Und nach der Pubertät ist es ganz viel eigene Entscheidung des Jugendlichen selbst, weil die Autonomie, das ist ja ein ganz wichtiges psychologisches Prinzip, dass Kinder Autonomie anstreben. Und die kann ich ja nicht dann untergraben, indem ich dann plötzlich die Eltern hier so ins Boot hole. Das wäre ja übergriffig, wenn ich dann sage, ja, und jetzt besprechen wir alles nochmal mit deinen Eltern. Ganz falscher Weg. Also deswegen, da entscheiden die ganz viel selbst. Und das ist super spannend zu sehen dann, die wollen ja eine Veränderung, die wollen ja eine Verbesserung ihrer Lebenssituation und ihre eigenen Entscheidungen dann mit einzubeziehen. Wo soll man die Eltern mit einbeziehen? Was möchtest du selber machen? Wo möchtest du vielleicht auch deinen Freibereich haben, deinen eigenen Bereich? Ich liebe es wirklich, mit ihnen zu arbeiten, weil die so eine eigene Meinung schon haben. Und es ist toll zu erfahren, dass sie das dann so auch so klar sehen. Weißt du, Jana, bei uns ist es ja so, unsere Muster, die wir beide haben, die haben wir schon einige Jährchen bei uns. Und die zu verändern, kann manchmal etwas länger dauern. Ich sage nicht immer, aber es kann länger dauern. Und Kinder und Jugendliche sind so schnell. Deswegen ist es bei mir ja wirklich so, dass ich einen Live-Termin habe und zwei Telefonate, Backups im Anschluss. Und erfahrungsgemäß laufen die dann, weil die wollen. Da ist ein unglaublicher Wille dahinter.
Ich finde das total Das ist das spannend. Schöne. Ja, und ich finde das total spannend, was du sagst. Ich habe da so ganz viele Gedanken im Kopf. Also mein erster Gedanke ist, ich habe ja auch zwei Kinder und mein Großer, wird jetzt 18, was ich ja ziemlich verrückt finde, weil ich mich frage, wie konnte das passieren so schnell? Und dann habe ich weiter überlegt und ich sage es immer wieder, und das soll jetzt auch keine Bewertung so sein, das ist meine eigene Erfahrung. Ich finde, so bis 12 ist alles irgendwie so Pille-Palle. Alle erklären dir Geburtsvorbereitung, Geburtsnachbereitung, die ersten 5 Jahre. Das wird so total stark thematisiert, auch auf Social Media, was man alles zu achten hat. Du kannst Bücher lesen und zu Kursen gehen, aber niemand erzählt dir, also mit 12 ungefähr, kommt da mal irgendwann ein neues Kind durch die Tür, weil sich plötzlich was Ja. verändert. Weil plötzlich neue Freunde da sind, weil plötzlich, so wie du gesagt hast, bei Social Media bestimmte Themenbereiche gesehen wurden, weil plötzlich andere Interessen da sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich beim ersten Kind überfordert. Ganz ehrlich. Und dann habe ich gedacht, wie kann das sein, dass das nicht richtig sichtbar ist? Wieso gibt es keine Kurse für Teenager-Mamas, wo man mal hingehen kann, wo einmal einem erklärt, die Tür bleibt jetzt öfters zu statt auf. Die Sätze wären Ja. Einwortsätze. Schlaf ist super wichtig, lüften aber nicht. Also solche Dinge. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, das Ja. ist wirklich, als würde man plötzlich ein anderes Kind haben. Und ich glaube schon auch, dass genau das viele überfordert. Also dieses Absolut. Weltbild. Wir sind ja alle, da total neu in dem Thema. Ja. Also, im Endeffekt ist das genau das, was du auch gesagt hast. Wir gehen in Geburtsvorbereitungskurse und in unserem Vorgespräch habe ich ja diesen Vergleich schon gebracht. Die Pubertät ist eine zweite Geburt und darauf bereiten wir uns seltsamerweise nicht vor. Und dieses, da müssen wir durch und sowohl das Kind als auch wir müssen durch diesen Prozess durch und es gibt Schmerzen und jede Wehe bringt uns ein Stück weiter zu dem Bereich, wo das Kind dann wirklich ins eigene neue Leben geht und es ist sinnvoll, es muss so sein, diese Abnabelung, dieses Ja. Loslassen. Diese Pubertät ist der zweite Geburtsprozess, der ist wichtig. Wir können ihn nicht zusammenkneifen und können sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte weiterhin mein kleines Kuschelkind daheim haben. Es ist wichtig, es ist dieser Schmerz auch wichtig und dieses Loslassen wichtig. Und da bereiten wir uns leider viel zu wenig darauf vor. Wir springen in den Kampf zum Teil mit dem jungen Teenager, mit dem pubertierenden Kind und wundern uns, warum wir uns so schwer damit tun. Ja. Dabei ist es ein Prozess, der so wichtig ist. Diese Abnabelung muss stattfinden. Und da bereiten wir uns leider viel zu wenig vor. Und du wirst lachen, auch wenn ich das Ganze theoretisch also durch eine psychologische Ausbildung, durch meine Ausbildung als Pädagogin und dann eben durch die Coaching-Ausbildung hatte, mit den eigenen Kindern ist das nochmal ganz eine andere Geschichte. Und super spannend und ich musste nicht selten wirklich mal so einen Schritt neben mich treten und überlegen, so, was würde ich mir denn jetzt als Coach von außen sagen für die Situation, weil ich dann auch viel zu nah dran war, viel zu emotional in die Diskussion mit einem meiner beiden Kinder eingestiegen bin und vergessen habe, dass Gelassenheit manchmal und wirklich dieses neue Kennenlernen, was du auch gesagt hast, ganz wichtig gerade wäre, aber ich wollte ja dann auch weiterhin die Kontrolle behalten. Ich kann weiterhin so und so vorgeben, wie es richtig ist. Und nee, da entsteht ein ganz eigenständiges Wesen und es möchte nicht mehr alles. Es möchte sich selbst erfahren und nicht von mir die richtige Lebenserfahrung vorgelebt bekommen Das. oder aufgestülpt bekommen. Das möchte ich selber machen. Genau. Und ich glaube, was auch ein bisschen dann mit reinspielt, warum es so schwer ist, weil wir eben diese alten Strategien von bis zu 12 nutzen, die dann aber gar nicht mehr so greifen. Und das ist jetzt gar nicht gemeint auf Strafe oder so, sondern so dieses, wie man mit den Kindern so umgeht, Nähe, Kontakte, Spieleabende, jeder hat ja so seine eigenen Rituale vielleicht und so. Ne? Das verändert sich ja alles. Und plötzlich steht man als Mutter dann so daneben und denkt sich, wir haben es jetzt immer so gemacht. Also man ist dann auch so ein bisschen planlos. Wie geht man so Genau. damit um? Und was mir noch gerade so gekommen ist, ich habe zumindest bei meinem ersten Kind, bei meinem zweiten war ich ein bisschen schlauer, ich habe dann oft an meine Jugend gedacht. Und habe dann gedacht, wie war denn das bei mir? Und wollte so ein bisschen adaptieren, wie das in meiner Jugend war. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo ich festgestellt habe, das funktioniert ja gar nicht. Zum einen waren es ganz andere Zeiten.
Also da liegen ja doch Ja. noch mal ein paar Jahre dazwischen. Das heißt, es war eine ganz andere Umgebung, ganz andere Einflüsse. Ich habe ganz woanders gewohnt, also auf dem Dorf. Wir wohnen jetzt hier in einem, wir wohnen zwar auch auf dem Dorf für die Chinesen, aber wohnen trotzdem noch 10 Millionen Menschen. Also man muss sich auch noch mal ganz anders so strukturieren. Ich konnte also so gar nicht aus diesem Portfolio meiner eigenen Kindheit schöpfen. Und ich glaube aber, dass viele Eltern das vielleicht machen. Und ich glaube, wenn man so 70er, 80er Jahre aufgewachsen ist, dann war schon so dieses, ihr macht das schon irgendwie. Also die Eltern waren dann alle arbeiten und dann waren die Ja, absolut. Jugendlichen viel. Aber da, aber das war eben in der Zeit damals so. Also ich will das nicht schlecht oder gut reden. Ich will einfach sagen, dass das so gewesen ist. Und jetzt kann man die Kinder natürlich auch sagen, macht das so, aber es sind ja noch mal ganz andere Einflüsse drauf. Glaubst du, dass das auch so mit reinspielt, wenn wir dann plötzlich in so einer Kampfsituation sind, weil wir einfach aus Schatztruhen schöpfen, die gar nicht mehr tagesaktuell sind? Definitiv. Zumal ich eine ganz große Unsicherheit genau deswegen bei den Eltern erlebe. Die vorhergehenden Schlüssel greifen nicht mehr. Und ich empfehle ja dann meinen Eltern im Coaching-Prozess auch immer, schafft euch bitte einen neuen Schlüsselbund an. Und da dürfen gern ein paar alte Schlüssel von früher mit dran. Aber da dürfen auch ein paar ganz neue Schlüssel dran, ein paar ganz ungewöhnliche. Und ihr werdet einige ausprobieren müssen. Es werden nicht automatisch alle greifen. Und noch ja, herausfordernder ist, diejenigen, die greifen, werden vielleicht in 3 Wochen nicht mehr schließen, auf oder zu. Das heißt, probier aus, wie ist der Humorschlüssel? Wie ist der Gelassenheitsschlüssel? Wie kannst du einfach mal dieses in die Liebe gehen und sagen, ja, da ist ein ganz, ganz wundervoller Mensch vor mir, der ist gerade total im Kampf mit sich selbst und ich liebe diesen Menschen und das hat nichts mit mir zu tun, dass dieser junge Mensch gerade aggressiv, verschlossen, anders ist, als ich ihn jemals vorher kennengelernt habe. Und dieser Schlüsselbund, den würde ich jedem Menschen so gerne in die Tasche stecken und sagen, und wenn du wieder mal in diesen Kampf kommst, dann spring nicht rein, das ist die Spielwiese der Pubertät, da hast du verloren, da haben wir keine Schlüssel dazu. Probier einen anderen aus. Schafft euch Verwirrung eine neue Situation. Geh in den Humor, geh in die Gelassenheit. Und als ob man dann so diesen Schlüsselbund nehmen würde und immer ausprobieren würde. Das wäre so der Gedanke, wo wir neu lernen, mit unseren pubertierenden Kindern umzugehen. Oder eben aber die Basics, die ich weiß nicht, ob du so aufgewachsen bist, aber dieses Vertrauen, es wird schon genauso richtig passen. Also meine Eltern hatten zum Glück so viel Vertrauen in mich. Ich habe ganz schön über die Stränge geschlagen. Also ich hatte wirklich eine heiße Pubertät. Und ich bin meinen Eltern heute noch dankbar, dass sie mich nicht an der Tanke ausgesetzt haben. Und in 2 Jahren wieder abgeholt haben. Ich habe, glaube ich, alle Register gezogen. Das heißt, dieses Vertrauen meiner Eltern, das würde ich gerne uns allen wieder mitgeben. Das wird schon werden. Ja, und warum nicht einfach mal was ausprobieren? Also ich empfehle dann auch immer gern, geht doch mit eurem Kind einfach mal unter dem Vorwand raus. Also spazieren ist ja ein Albtraum für Jugendliche. Aber einfach einen Vorwand nehmen und sagen, ah, komm, wir gehen jetzt mit dem Hund raus oder wir gehen zum Briefkasten oder ich brauche dich unbedingt, weil, ja. Und dann mal einfach laufen. Durch dieses Laufen, das passieren ja ganz viele Prozesse im Gehirn. Also man ist entspannter, man kann sich anschauen, man kann aber auch geradeaus schauen, man kann auch mal schweigen, ohne dass es doof wird. Und dann einfach mal fragen, was ist da bei dir gerade los? Und zuhören. Und einfach mal nicht unseren Erklärbär als Eltern, ja, das war bei mir auch so. Oder hast du schon mal gedacht, das zu machen? Nein, einfach mal zuhören. Und dann so eine Art Feedbackgespräch sagen, habe ich dich richtig verstanden, dass das und das gerade für dich schwierig ist? Mal zuzuhören, ob wir das überhaupt begriffen haben, was unser heranwachsendes Kind uns da mitteilt. Oder auch zu sagen, höre ich das richtig, dass du dich gerade so und so fühlst? Also auch mal unsere eigene Einschätzung anführen und dann hören, was unser Kind drauf sagt. Das wäre so unglaublich wertvoll. Und stattdessen erlebe ich gerade etwas, was, wie wir alle nicht aufgewachsen sind. Also bei mir hat es geheißen, wenn es dunkel wird, bist du daheim. Und dunkel war eine relative Geschichte, ja. Also es gab kein Handy, wo meine Eltern mich kontrollieren konnten, wo ich bin. Es gab keine, wo bist du gerade, Kontrollanrufgeschichte. Ich war dann halt, wenn es dunkel war, daheim, ja. Und ich war für mich selbst verantwortlich zum großen Teil, aber im bestimmten Alter. Und jetzt erlebe ich halt die Eltern so, es gibt ja diesen schönen Begriff Helikoptereltern, weil ja die Eltern immer über ihren Kindern kreisen, der wurde ja dann zu Drohneneltern, weil die Drohnen lautlos sind.
also allgegenwärtig und überall im Leben ihres Kindes. Und jetzt verwende ich inzwischen den Begriff Schneepflugeltern, weil wir Elternschaft irgendwo meinen, wir müssten unseren Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen und wir tun ihnen damit keinen Gefallen. Wir erziehen sie zur Unselbstständigkeit und nehmen ihnen diese wichtige Entwicklungsphase der Autonomie weg, dieses sich selbst erfahren, Fehler machen, Grenzen überschreiten. Wieder dieser Geburtsprozess, das ist nicht lustig für keinen der beiden Bereiche, aber das ist so wichtig. Und stattdessen räumen wir ihnen alles aus dem Weg. Wenn ein Brief von der Schule kommt, müssen sofort die Eltern mit einsteigen. Also als ich mal einen Verweis bekommen habe, das schneiden wir später natürlich einfach raus aus dem Gespräch, natürlich, mein Bruder unterschrieben hat, weil ich natürlich keinen Bock hatte auf Stress mit meinen Eltern. Und ich glaube, die kannten auch nur die Unterschrift meines Bruders in der Schule. Der war schon sehr viel älter als ich. Im Endeffekt heißt auch sowas einfach, ja, es muss sein. Und die Eltern heutzutage würden sofort ins Gespräch mit den Lehrern gehen. Ja, es geht ja gar nicht. Und warum ist hier ein Verweis? Ja, ich habe natürlich eine Grenze überschritten. Ich habe meine ganze Klasse aufgefordert als Klassensprecher, dass wir in den Schulstreik gehen. Natürlich gab es dann Verweis dafür. Und das ist jetzt das, was meine Eltern haben es natürlich irgendwann rausgekriegt. Und ja, die Diskussion war bei uns daheim. Ich habe dann auch keinen Ärger gekriegt, weil es war ja jetzt nichts kaputt gemacht. Das habe ich zum Beispiel auch meinen Kindern gesagt. Wenn ihr einen Verweis kriegt, es ist für mich okay, wenn ein Mensch in irgendeiner Form beeinträchtigt wurde, also egal ob körperlich oder seelisch, und ihr nichts kaputt gemacht habt, also nichts mutwillig zerstört habt. Wenn es jetzt einen Verweis wegen was anderes gibt, dann müssen wir gucken, was es ist. Aber es ist ein Hinweis. Und jetzt merke ich halt, dass ganz viele Eltern, hauptsächlich bei den Kollegen zum Glück, weil ich wenig Verweise geben muss, dass die sofort mit Anwalt vor der Tür stehen oder hier in die Diskussion gehen. Oder ich sage, räumt ihnen jetzt nicht aus dem Weg, euren Kindern. Die haben eine Grenze überschritten. Geht mit ihnen lieber ins Gespräch, ob diese Grenze im Bereich dessen war, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Hinweis, da ist eine Grenze, oder was kann man das nächste Mal anders machen? Und da empfinde ich halt die Eltern sehr verunsichert. Sie wollen ihren Kindern den Ponyhof ermöglichen und räumen alles aus dem Weg und es gibt keinen Ponyhof. Es gibt ein Leben und wir müssen unseren Kindern es zutrauen, damit umzugehen, zu lernen, aber das machen wir leider nicht. Und ich habe mich dabei selbst ertappt. Ich habe also meine Kinder zum Fußball gefahren und habe im Auto nachgefragt, habt ihr alles gepackt? Und irgendwann dachte ich mir, nein, die fahren da selber hin. Und die packen selber alles. Und es kam natürlich vor, dass mein Sohn zurückkam, weil er seine Fußballschuhe vergessen hatte. Ja, hat er gelernt. Nächstes Mal waren sie dabei. Da musste ich nichts einpacken. Und das ist jetzt haben wir einen großen Bogen gemacht. Ja. Das ist jetzt das, was ich eben erlebe, dass die Eltern so verunsichert sind. Und dass dieses Urvertrauen in das, was wir an unsere Kinder schon angelegt haben, all die Jahre vorher, in der Pubertät haben wir eh keinen Zugriff mehr auf ihre Verhaltensweisen, also nicht mehr groß, weil da die Gleichaltrigen viel wichtiger sind. Und wir können nur noch Leitplanken setzen. Ja. Aber die Leitplanken sind viel zu eng gesetzt im Augenblick. Und da würde ich gerne einfach wieder mehr Vertrauen in unsere Kinder haben. Also dazu aufzurufen, dass wir das haben. Das hast du eben. Das ist so der Punkt, den ich merke. Ja, also das hast du total schön jetzt in diesem Bogen gezogen. Das sind auch Dinge, die mir bei mir selber oder auch hier im Umfeld auffallen. Aber die Frage, die ich mir dann immer stelle und die stelle ich dir jetzt, ist, warum sind viele Eltern, plakativ jetzt gesprochen, diese Schneepflugeltern, obwohl sie selber ja ganz anders aufgewachsen sind? Sind sie das, weil sie vielleicht durch die Nachrichten selber Angst haben vor dem, was kommt? Liegt es daran, dass sie vielleicht ihre eigene Kindheit gerne anders gehabt hätten? Also es muss doch Gründe so geben, warum man so ist. Weißt du, wie ich meine? Selten passiert ja irgendwas einfach so, weil wir keinen Bock mehr auf die Kinder haben. Also es ist ja nicht so, oder ich meine, wer will Stress mit der Schule? Kein Mensch. Also bei uns zum Beispiel zu Hause ist die Regel, ihr könnt in der Schule machen, was ihr wollt, habe ich immer gesagt. Ihr könnt auch Mist bauen. Ich möchte keine Post von der Schule. Sobald ich was weiß... Ich gesagt habe, sobald ich was weiß, muss ich agieren. Der Lehrer erwartet, dass ich irgendwas mache. Irgendeiner will, dass ich was unterschreibe. Sag ich, dann habe ich die Info in meinem Kopf. Dann überlege ich wieder, warum das so ist.
dann will ich mit euch reden. Also es zieht einen Rattenschwanz nach sich, so, ne? Und das wissen die Kinder, die haben gesagt, und es kam, also wenn, dann kam wirklich nur was, wenn wirklich so, wo du gedacht hast, okay, jetzt wäre es vielleicht sinnvoll, die Eltern anzuhören. Aber es war immer so, die haben zwar auch Missbock gebaut in der Schule, aber so, dass es keine Post gab. Das ist die Regel gewesen. Und ich fand das gut für alle Seiten irgendwie, weil ich eben auch, weil ich gedacht habe, es passiert auch in der Schule, was soll ich jetzt zu Hause auch sauer sein? Die haben es ja Ja, ganz genau, woanders gemacht. absolut. Also die haben ja da Missbock gebaut, die haben da irgendwas gemacht, was man. Und jetzt soll ich als Mutter das ahnden oder darüber mit denen reden, wo ich überhaupt nicht dabei war und die Situation ja gar nicht einschätzen kann und logischerweise auf der Seite meines Kindes zu bin, ne? Deswegen ist das so mein Ansatz. Aber die Frage, die ich mir natürlich stelle im ersten Arbeitsgang, ist, warum sind viele Eltern so ganz anders? Also glaubst du wirklich, dass es Sehnsucht nach einer eigenen Kindheit, wo man vielleicht bemuttert werden hätte wollen oder weil man die Nachrichten sieht und selber total verunsichert ist und das Kind noch mehr schützen will? Hast du da eine Idee? Also meine These dazu wäre ja, dass alles in unserem Leben eine Wellenbewegung ist. Also unsere Atmung ist eine Welle, unser Herzschlag ist eine Welle. Und es gibt immer diese Erziehungsstile, diese sehr autoritäre, die dann abgewechselt wird, eben die Stimmt. Gegenbewegung. Das ist dann eine sehr lockere und dem Kind fast selbst überlassende Erziehungsstile gibt. Und jetzt sind wir halt in einer sehr bestimmt von der Gesellschaft geprägten, von den vielen Möglichkeiten, die unsere Kinder auch jetzt haben, auch die wir unseren Kindern bieten können, in einem Bereich, wo wir ganz viel dem Kind quasi eine gute, liebevolle und sorgenfreie Kindheit bescheren wollen und das ja zum großen Teil vielleicht auch erlebt haben. Es ist jetzt gar nicht, dass wir gegen unsere Erziehung selbst gehen, die wir hatten, sondern wir meinen jetzt mit dem Wissen, das wir haben, dass das das Beste für ein Kind ist, wie übrigens jede Generation. Wir handeln ja immer aus unserer besten Option und dieser Bereich ist natürlich, jeder handelt so, wie er in dem Augenblick denkt, es ist das Richtige. Und ob sich das dann als richtig in Anführungszeichen erweist, wird uns die Geschichte lehren, ja, also im Sinne von, das Leben wird vorwärts gedacht und rückwärts verstanden. Kann ich jetzt aber schon klar sagen, von den vielen Jahren meines Lehrberufs, ich bin ja jetzt seit über 25 Jahren im Lehrberuf, es verändert sich sehr stark und die Kinder werden unglaublich unselbstständig. Und viele Eltern sind sehr, sehr gestresst von den Situationen her, weil sie eben so viel für ihre Kinder mitdenken müssen, wo ich dann immer sage, geht halt einfach einen Schritt zurück, lass doch mal das Kind selber machen und jetzt kommt jetzt halt hart und auch mal scheitern. Weil nur dann können wir verstehen, da war was noch nicht ganz so, wie es hätte sein können. Und ich feiere ja Fehler. Also wir leben, denke ich, in einer völlig, ja, fast umgedrehten Fehlerkultur. Fehler sind wichtig. Wir haben so laufen gelernt. Wir sind aufgestanden, wir sind hingefallen, wir haben korrigiert und haben es wieder probiert. Und surprise, wir laufen gut durch die Welt und wir gestehen unseren Kindern so wenig zu, dass sie Fehler machen dürfen, dass sie auch mal scheitern dürfen. Ja, das ist unangenehm, das tat auch damals schon weh, als wir zurück auf unseren Po gefallen sind beim Laufen lernen. Aber es ist sinnvoll, es reguliert das System. Und da ist eben jetzt, denke, wir wollen es gut machen für unsere Kinder, wir lieben unsere Kinder, genau wie wir auch geliebt wurden. Aber wir nehmen ihnen gerade im Augenblick zu viel ab und schlittern da auf eine Situation zu, die nicht besonders sinnvoll ist. Und die wird sich irgendwann wieder regulieren. Es kommt die Gegenbewegung. Ich bin mir da ganz sicher, dass es jetzt dann irgendwann wieder so passieren wird, dass wir hoffentlich merken, dass wir unseren Kindern damit keinen Gefallen tun, wenn wir ihnen alles aus dem Weg räumen. Sie müssen da selbst durch. Und es ist eine Chance, es ist kein Scheitern. Es ist Genau. eine Chance, was anders zu machen. Genau. Und das nehmen wir ihnen eigentlich weg. Und damit nehmen wir ihnen Entwicklungsstufe eigentlich auch weg. Das ist nämlich was ganz Wichtiges. Ja, ich glaube manchmal, dass dass die Eltern oder auch die Mütter so ein Projektkind haben, um es jetzt auch mal wieder Ja, provokant zu definitiv. sagen. 20 Jahre Projektkind und das muss am Ende auch gut werden. Und was ich manchmal so wahrnehme, ist so dieses Identifizieren über die Kinder, weil vielleicht Fulltime-Mom, also man ist den ganzen Tag zu Hause, aus Gründen. Und die Kinder müssen dann eben so zeigen, dass man das gut gemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Also natürlich will man, dass andere gut über seine Kinder reden. Also wer will das nicht? Auf jeden Fall. Also, aber ich glaube schon, dass manche das zu ernst zu nehmen,
und nicht als ein Teil ihres Lebens. Wenn man jetzt sagt, man wird 100, ist ja 20 Jahre für so ein Kind, da bleibt ja noch ganz schön viel Zeit übrig, die man ja auch ohne die Kinder so hat. Und ich habe so Ja, manchmal genau. das Gefühl, dass so das Projekt Kind muss gelingen mit aller Macht. Und dann macht man es eigentlich am liebsten selbst. Also im Sinne von Ja, da hast, genau. Schneepflugeltern. Da hast du einen guten Punkt angesprochen. Ja, es ist wirklich dieses Projekt Kind, das sich doch inzwischen viele Eltern, sage ich jetzt mal pauschal, natürlich auch viele Mütter, weil wir ja immer noch in einer Gesellschaft leben, wo sich die Mütter anteilig mehr um die Kinder kümmern, dass wir Mütter das eher so ansehen, dass es unser Projekt ist und ob das gut gelingt oder schlecht, nehmen wir natürlich jetzt, da nehme ich dich jetzt mit rein, nicht über die Schulnoten wahr, aber es ist natürlich messbar von der Gesellschaft, wie gut ist das Kind in der Schule und wie gut funktioniert das Kind. Und das ist der komplett falsche Ansatz. Es ist nicht unser Projekt, es ist ein ganz eigenes Wesen. Und im Endeffekt ist da auch wieder so dieser Vergleich mit den anderen und dieses hohe Anspruchsdenken und auch dieser Förderwahn, der da inzwischen dabei ist. Ja, also hier PKIP-Kurs, hier Chinesisch für Anfänger in der Grundschule. Also dieses, weißt du, was ich meine? So, bei euch war natürlich jetzt Chinesisch sinnvoll, dass ihr das gelernt habt. Aber wer bitte muss denn jetzt hier musikalische Frühförderung, Babyschwimmen, Massage, Babymassage? Ich war in allen, Jana. Weil natürlich in einer Elterngruppe und dann so, was, dein Kind? Ihr seid noch gar nicht im Babyschwimmen, ja? Dieses ständige Vergleichen, dieses ständige, du musst da mitschwimmen auf dieser Welle. Und das macht uns so schwierig. Und also, ich war nicht im Babyschwimmen als Kind. Ich hatte auch keine frühmusikalische Förderung. Ich bin trotzdem auf einem musischen Gymnasium gewesen. Das ist jetzt quasi, wo man sagt, das kommt doch von selbst, wenn das kommen soll. Und da ist es wirklich so, dass ich denke, dass wir Mütter denken, wir müssen einem System gerecht werden und vergessen, auf unser Bauchgefühl zu achten, auf unser Instinkt zu achten. Was braucht denn mein Kind eigentlich? Braucht es lieber daheim spielen? Aber auch mein Teenager, was braucht denn der? Der braucht halt gerade in seinem Zimmer sein. Ja, und der muss jetzt nicht im Augenblick an dem und dem Förderunterricht oder teilnehmen, weil sein Gehirn gerade die Entwicklung braucht, in dem Bereich Ruhe zu kriegen. Natürlich ist es sinnvoll, ein Kind auch zu unterstützen, wenn es irgendwo merkt, dass es in einem Fach nicht mehr mitkommt. Aber es ist ja Wahnsinn, was wir im Augenblick für Förderangebote, auch in den Schulen, was es da gibt, Nachmittagsbeschäftigung und hier noch Förderkurse und hier noch Kurse. Lass doch mal die Kinder wieder in ihrem eigenen Bereich auch Kind und Teenager sein. Und dann brauchen die das, dass die daheim im Zimmer sind und mit ihren Freunden chatten oder unterwegs sind draußen. Und da weggehen aus diesem Gedanken, nur dann, wenn mein Kind gut in der Schule ist, ist mein Projekt Kind gelungen. Es ist dann gelungen, wenn es sich entwickelt nach dem eigenen Gusto und nicht, weil wir dran ziehen und zerren und es in irgendwelche Kurse pressen, wird sich schneller entwickeln. Im Gegenteil. Da bremsen wir ganz oft auch rein. Aber wie gesagt, wenn das Kind natürlich auch möchte, dass es eine Nachhilfe kriegt in Englisch oder eine Förderung kriegt, jederzeit gerne. Und natürlich wollen das die Teenager nicht von sich aus oft. Aber ich erlebe es viel zu oft, dass da wirklich aufgrund dieser Angst, nicht zu bestehen im Projekt Kind, viel, viel, viel zu viel gemacht wird. Also viel zu viel gezogen und gepresst wird. Und diese eigene Entwicklung so gar nicht beachtet wird. Und da sind wir beim Thema Achtsamkeit. Einfach mal selber draufhören, was braucht denn mein Kind gerade? Und vielleicht braucht das Gehirn gerade für diese Entwicklung ganz viel Ruhe und Eigenbereich. Und immer wieder die Tür auch offen halten, dass das Kind jederzeit auch wieder sozusagen rauskommen kann aus dem eigenen Zimmer und Teil der Familie sein kann und dieses Geborgensein und dieses Vertrauen in der Familie auch spüren. Darum geht es ja auch. Und nicht die ganze Zeit dieses Gefühl haben als Teenager, ich passe noch nicht, weil ich in Mathe, Englisch oder sonst einem Fach noch nicht die richtige Note habe. Sondern ich als Mensch bin so, wie ich bin, wertvoll. Ja, ich habe gerade noch Luft nach oben in Mathe. Da muss ich einen Weg finden und der wird sich vielleicht über Nachhilfe erweisen. Vielleicht über die Zeit, wenn die Hormone nicht mehr ganz so wild flitzen, also wenn die Baustelle Gehirn ein bisschen wieder Normalität annimmt, dann geht es auch wieder besser mit Mathe. Und
Du hast auch Kinder, wir haben es selber erlebt. Die Entwicklungsphasen, wann unser Kind plötzlich wieder einsteigt in eine Normalität im Leben, ich habe das jetzt in Anführungszeichen gesetzt, weil was ist normal, ja? Aber die findet nicht statt, wann wir denken, es muss so, es ist so, oder wann das Schulsystem denkt, dass es jetzt so ist, sondern es ist ja wirklich individuell verschieden. Total. Und da denke ich, ist der Ansatzpunkt, den wir alle wieder so ein bisschen mehr haben sollten. Dieses auf sein eigenes Bauchgefühl hören, was die Kinder anbelangt. Und vor allem die Teenager. Ja, und was ich viel gelernt habe, gerade beim Erstgeborenen, weil man ja mit dem Erstgeborenen immer alles zum ersten Mal so macht, deswegen ist man ja beim nachfolgenden Kind immer so ein bisschen schlauer, so Ja. diese Akzeptanz, dass das ein Individuum ist und dass man manchmal so eine Vorstellung hat, wie was sein soll, so Happy End Movie-mäßig, selbst bei Kindererziehung ist so. Und wenn man dann merkt, dass dieses Bild nicht so passt, dann tut es natürlich nochmal so doppelt weh, da loszulassen und zu sagen, okay, ich selber war als Kind vielleicht, also ich jetzt persönlich war zum Beispiel viel draußen, ich hatte viele Freunde, war immer unterwegs, so das war das Erste, was, also ich habe Montag schon das Wochenende geplant, das war wichtig und wenn es dann ging, konnte ich mich auch um Chemie und Mathe so kümmern, so, ne? Das andere haben, also meine Mutter hätte das manchmal, glaube ich, ein bisschen andersrum gerne gesehen, aber so war meine Planung so. Und dann aber zu akzeptieren, dass das eigene Kind vielleicht eher daheim bleibt, weil es eben nicht so viele Menschen braucht, weil es eben eins, zwei Bezugspersonen und dann reicht es und weil das aber gut ist. Und das finde ich, also das habe ich ganz krass gelernt, so dieses, der Mensch an sich ist schon fertig und ich habe eh nur noch die Chance, begleitend dabei zu sein. Also viel Absolut. Erziehung im Sinne von ich zeige dir, wie das Leben funktioniert, was wir die ersten 7 Jahre gemacht haben, funktioniert ja sowieso nicht mehr, oder? Also es ist ja, Genau. du kannst ja nur noch so ein bisschen nachjustieren, so ein bisschen irgendwie noch so. Aber grundsätzlich ist ja dieses Mensch ist ja fertig. Und jetzt haben wir halt nur die Chance, mitzuerleben oder mitzukämpfen. Aber mehr Wahl ist ja nicht. Ja, und im Endeffekt ist es ja auch eine Riesenchance, die wir haben. Also wir haben ja alles angelegt und wir lassen unseren Teenager ja dann auch nicht irgendwie jetzt einfach komplett los. Es ist ja Nein. weiterhin diese Liebe und diese Geborgenheit da. Und das ist das mit den Leitplanken, was ich vorhin meinte. Also Ja. einfach diese Leitplanken setzen, weiterhin dieses Angebot machen, dass wir für unseren Teenager da sind. Aber ganz viel passiert dann eben im Außen, weil das der normale Prozess des Lebens ist. Und wir haben ja, unser Gehirn ist ja wirklich erst mit 24 fertig. Es Wow. ist jetzt nicht so, dass wir, was wir in den ersten 7 Jahren verpasst hätten, was wir uns vielleicht dann als Vorwurf machen würden, oh, das hätte ich anders machen müssen. Wir haben noch ganz viel Zeit, weiterhin auf unsere Kinder einzuwirken, mitzuwirken, sie zu begleiten. Das ist nicht so, dass die mit der Pubertät dann einfach auch raus sind aus einem, sondern da haben wir noch ganz viel Ruhe reinzubringen. Da passiert noch ganz viel und die wenn sie durch die Pubertät durch sind, passiert nochmal was ganz Magisches, weil sie dann uns nicht mehr so als Kampfgegner in Anführungszeichen wahrnehmen, sondern mehr wieder so, okay, wie machen das meine Eltern? Da findet wieder viel mehr Annäherung statt. Und das ist eine ganz tolle Zeit. Und da haben wir wieder ganz viel Zeit, direkt mit unseren Kindern in Kontakt zu treten. Und während der Pubertät muss man halt mal so ein bisschen aus dem Weg gehen, damit sie sich auch selber erleben können. Ohne sie komplett jetzt freizugeben, da geben ihnen einfach die Leitplanken dann Sicherheit, dass sie sich in einem Bereich bewegen, der ihnen gut tut, aber sich auch wirklich ausprobieren dürfen. Und das finde ich das Spannende. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt merke, was uns Corona etwas genommen hat, also die Zeit mit den sehr strikten Maßnahmen. Es hat unseren Kindern wirklich eine Entwicklungsstufe genommen. Also gerade die Kinder, die in der Zeit in dem Bereich Pubertät kamen, weil wir ihnen ein ganz wichtiges psychologisches Grundprinzip vorenthalten haben. Also es gibt vier psychologische Grundprinzipien und die sind so wichtig wie die vier körperlichen Grundprinzipien, dass wir Essen brauchen und Wärme brauchen. Und wenn eines quasi außer Kraft gesetzt wird, kann das ganze andere schon mal nebensächlich werden. Also wenn wir unglaublich Hunger haben, ist es nicht so wichtig, ob unser Körper gerade die richtige Umgebung hat von der Temperatur her. Und so ist es mit dem psychologischen Grundprinzip der Autonomie. Also Kinder wollen sich während der Pubertät diese Autonomie erfahren, dass sie selber was können. Und vom Kleinkindalter kennen wir das. Also jeder, der kleine Kinder daheim hatte oder hat, kennt diese Phase, wo sie irgendwann dieses selber machen, rauskrakehlen und auch wollen, ja.
Und wir wissen genau, ganz viel davon geht schief und ganz viel müssen wir danach aufputzen oder zusammenkehren. Aber sie wollen es selber machen. Und es ist genau das Gleiche nochmal in der Zeit der Pubertät. Da wollen die selber sich erfahren, selber machen, selber die Kontrolle über ihr Leben Stück für Stück übernehmen. Und jetzt kommt aber dieser Kampf, weil da ist ja noch ganz viel Kleinkind in ihnen auch drin. Und das ist natürlich für die unglaublich anstrengend, aber sie wollen es selber machen. Und die Zeit der Corona-Zeit und der Pandemie und diesen Maßnahmen hat einfach dafür gesorgt, dass sie sich nicht draußen erfahren konnten, sich nicht lösen konnten und nicht Grenzen überschreiten konnten. Und es ist dann vergleichbar, wir haben ihnen damit eine Entwicklungsstufe nicht ermöglicht. Und während wir alle akzeptieren, dass es ein Zeitfenster gibt für Laufen lernen und für Sprechen lernen, und wir unsere Kinder in der Zeit auch nicht auf dem Boden gehalten haben und nach dem Motto, nee, 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 nicht laufen oder den Mund zugehalten haben, gab es diese Zeit eben oder gibt es immer diese Zeit im Leben eines Kindes, wo die Pubertät kommt und wo es sich nach außen öffnet und Autonomie erfahren möchte. Und in der Zeit waren die da uns, bei uns daheim eingeschlossen, mit zum Teil völlig gestressten Eltern, weil das für uns alle schwierig war. Wir hatten so eine Situation noch nie. Und das heißt, wir haben ihnen wirklich eine Entwicklungsstufe vorenthalten. Die kann man natürlich jetzt schon noch nachholen, aber es ist was passiert. Das macht so Schwierigkeit für unsere Jugendlichen oder die jetzt auch da quasi die Bugwelle bricht sich gerade, weil sie versuchen, das jetzt nachzuholen. Und jetzt ist es aber irgendwie komplett aus der Balance geraten. Und dazu kommt eben auch, dass für uns Eltern gibt es ja auch dieses wichtige Prinzip der Kontrolle. Das ist ja auch ein psychologisches Grundprinzip. Und die verlieren wir gerade total. Also wir haben sie ja während der Pubertät sowieso nicht, ja. Aber jetzt wird es noch heftiger für uns. Jetzt geht alles so ein bisschen aus den Fugen. Und deswegen ist die Zeit manchmal gerade so kratzig. Also verschärfter noch durch Corona. Und die Pubertät ist sowieso kratzig. Und es geht zum Glück vorbei. Aber da müssen wir durch. Ja, und das ist das, weswegen so viele Jugendliche gerade wirklich Schwierigkeiten haben. Da fehlt was, was sie jetzt versuchen nachzuholen, aber was irgendwie schwer zu kompensieren ist, weil das Zeitfenster sich geschlossen hat. Zum Teil, ohne dass sie es machen konnten. Und deswegen so ein bisschen jetzt mein Plädoyer für die Teenager und für die Heranwachsenden gerade. Die haben gerade echt eine wilde Zeit. Und vielleicht müssen wir mal, wir sind die sehr viel Erfahreneren. Wir haben sehr viel mehr Lebenserfahrung. Da wirklich mal einen Schritt zurückgehen und zu gucken, was braucht mein Kind gerade. Statt da sich auf diese Kampfphase einzulassen. Und ich bin ja für Grenzen setzen. Ich bin da wirklich dafür. Aber halt wirklich nicht so sehr ins Außen gehen, was machen die anderen, wie machen es die anderen, sondern sich auf die eigenen Familienwerte verlassen. Und so wie du gesagt hast, ne, ihr habt ja auch eigene Werte gehabt. Du hast gesagt, ich möchte keinen Brief von der Schule haben. Eigene Wertesysteme daheim leben und dann auch mal schauen, welcher Wert passt denn gar nicht mehr, welche Zeit von Medien oder von Ausgehzeiten oder von wie mache ich was, passt denn gar nicht mehr zu meinem Jugendlichen, wo muss ich den Wert denn neu anpassen und er darf trotzdem noch zu unserer Familie passen. Und ob jetzt die Nachbarsfamilie mit ihrem sehr begabten Kind, das Gymnasium einfach so wuppt, das anders macht, ist völlig egal, weil wir machen es hier bei uns so. Sich ein bisschen wieder mehr auf sich selbst auch verlassen und nicht so sehr im Außen und immer, also immer gucken, was die anderen machen. Und da ist natürlich Social Media sehr verführerisch, weil wir sehen ja auch ständig, was die anderen machen. Auch für uns Eltern. Also da sind wir auch nicht davon gefeit. Also das mit den Werten, was du gerade angebracht hast, das ist ja voll meine Wellenlänge, ne? Also ich finde das ja so wichtig, so eigene Familienwerte zu haben und die immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, ob es zur aktuellen Exakt. Situation noch so passt. Und was mir noch so gekommen ist, gerade als ich dir zugehört habe, was mir geholfen hat in der ersten Pubertät, war nicht nur die Akzeptanz, dass das Individuum konträr zu dem sein kann, wie ich als Mensch gestrickt bin, was ja schon mal eine große Herausforderung ist, so diese Akzeptanz dessen, dass es halt anders ist, wie ich mir das gedacht habe. Das zweite war, und daran habe ich jetzt große Freude, muss ich sagen, dieses Mutter-Kind-Verhältnis verschiebt sich ja. Also, wenn wir Kinder geboren, dann bin ich ja 100, ich bin ja immer Mama, klar. Aber meine Verantwortung ist ja 100%, dass dieses Wesen, das ich geboren habe, lebt, dass es dem gut geht. Und das verschiebt sich ja irgendwann auf, sagen wir mal, 50-50. Gerade so in der Pubertät finde ich, also man
verschiebt so dieses Gleichgewicht, das was bedeutet, dass man ja sich irgendwann, also das ist mein Vorhaben mit meinen Kindern, wir uns irgendwann auf einer Elternebene treffen, also auf einer Erwachsenenebene treffen, so, trotzdem Mutter-Kind sind, aber mehr diese Erwachsenen und nicht so diese Hierarchie. Weißt du, was ich meine? Und was mir dahingehend so geholfen hat, und das ist jetzt meine Frage an dich, dass ich angefangen habe, auch mit meinen Kindern offener zu sprechen. Also bis 10 zum Beispiel ist ja sowieso, aus meiner Erfahrung, sind Eltern ja nochmal was Heiliges und die wissen sowieso, wie es funktioniert, bevor das ja dann alles so in Frage gestellt wird. Und ich glaube, dass wir uns als Eltern auch viel bedeckt halten, was unsere Gefühle angeht. Also wir erzählen zwar, was unsere Erwartungshaltung ist oder was wir nicht wollen oder was uns stört, aber wie geht's uns denn jetzt mit dem, was gerade so ist? Ich glaube, da halten sich viele Eltern so bedeckt, um sich nicht angreifbar zu machen oder verletzlich zu zeigen oder so. Und ich habe einfach für mich herausgefunden, dass wenn ich Offenheit zeige, dann auch was zurückkommt. Also wie stehst du so zu diesem Thema, dass Eltern dann da vielleicht sich auch erstmal öffnen dürfen und selber ja auch sagen können, du, puh, das ist ganz schön anstrengend, gerade auch für mich, weil sich was verändert. Das, also jetzt nicht, um dem Kind Druck zu machen oder um dem Kind ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern einfach, um auch Transparenz zu zeigen dem Kind gegenüber, dem Jugendlichen, dass es hier um mehr geht. Weißt du, wie ich meine? Um dieses Familiengerüst? Es ist ja genau auch etwas, was wir zum Glück jetzt in unserer Generation, und damit schließe ich uns jetzt alle mit ein, ganz neu leben dürfen. Dieses, wir gehen viel anders jetzt mit unseren eigenen Gefühlen um, habe ich den Eindruck. Ja, ich auch. Wir hören von Begriffen wie Achtsamkeit und Resilienz und wie geht sich selber Verantwortung, also selbst Self-Empowerment, sich selbst die Verantwortung übergeben, dass es einem gut geht, dass man sich selbst auch verändern kann. Da passiert ganz viel. Und das heißt, wir leben ja auch echt in einer tollen Zeit. Da kann Ja. ganz viel jetzt auch für unsere Kinder neu anfangen. Und da sind wir jetzt auch, weil du das vorhin auch angesprochen hast, in dem Bereich, der dann kommt und der dann total klasse ist, dass die Kinder dadurch, was wir ihnen vorleben, sehr viel mehr mitnehmen können, als was wir ihnen immer vorsagen, wie etwas zu tun ist, ja. Und authentisch sein in der Erziehung, auch zu sagen, ich bin gerade echt total überfordert mit der ganzen Geschichte. Wir müssen nicht perfekte Eltern sein, wir müssen authentisch sein und glücklich mit unseren Kindern umgehen können, im Sinne von ihnen auch vorleben. Es gibt Situationen, die finden wir alle nicht toll. Aber die bleiben nicht, die verändern sich irgendwann wieder. Und morgen können wir wieder lachen, auch wenn wir uns heute echt in der Wolle haben. Ist es auch nie etwas, was unsere Liebe füreinander in Frage stellt, sondern dass wir halt gerade im Augenblick durch eine wilde Zeit gehen. Und ich glaube, das, was mich im Augenblick absolut trägt, was du auch so angesprochen hast, ist, dass meine Kinder jetzt, wo sie in der Pubertät, also drüber raus sind, dass es so ein tolles Miteinander ist, dass mein Gedanke, um jetzt den Bogen nochmal zu machen zu dem Thema vorher, ist, wenn ich jetzt sehe, wie gern meine Kinder Zeit mit mir verbringen, wie sie sich die Möglichkeiten freischaffen, dass wir immer noch irgendwo gemeinsame Rituale in unserer Familie haben und Werte leben, dass sie sich wirklich darum bemühen, mit mir Zeit zu verbringen. Das ist, glaube ich, dann kann man davon sprechen, dass irgendwas anscheinend ganz gut gelaufen ist. Und dann ist es völlig egal, ob das Kind studiert, einen Ausbildungsberuf macht, eine Selbstfindungsphase erstmal hat, wenn man nach der Pubertät darauf hinsteuern kann, dass die Kinder sich wohlfühlen in der Familie, in dem Bereich, dann glaube ich, ist das gelungen, was wir versucht haben, unseren Kindern mitzugeben, nämlich zu eigenständigen und selbstbewussten und auch irgendwo glücklichen Menschen zu werden oder vielleicht es immer wieder zu versuchen. Und das, was danach kommt, da ist dann der Horizont, auf den wir zusteuern Ja. können. Weil Pubertät selber, da will keiner hin. Also ganz bestimmt nicht, ja. Das stimmt. Und ich denke, da ist der Schlüssel, dass wir uns darauf konzentrieren wieder. Und das zählt eben, und da komme ich jetzt nochmal auf deine Frage zurück, eben ganz viel auch dazu, dass wir selber ihnen das vorleben. Es muss uns nicht immer gut gehen. Es gibt Tage, wo ich mir denke, kann das bitte weg? Das ist nicht lustig. Ja. Und dann gibt es eben auch Techniken, die meine Kinder jetzt halt durch meine Tätigkeit als Coach ja miterlebt haben, miterleben mussten, mit denen ich mich selber regulieren kann, wo ich meine Gefühle damit ansteuern kann, wo ich den Stress abbauen kann, wo ich in die Gelassenheit gehen kann und einfach annehmen kann, das ist jetzt gerade nicht lustig. Das kann ich auch nicht verändern gerade,
weil es im Außen ist, aber ich kann verändern, wie ich damit umgehe. Und das sind doch Sachen, die sehr viel mehr zählen, dass ich sowas mit meinen Kindern auch offen lebe und ihnen nicht vorlebe, ich bin zwar jetzt Lehrerin und Coach, also Jugendcoach, ich bin perfekt, lebe ich überhaupt nicht. Ja, sondern auch ich habe schlechte Tage oder bin genervt oder denke mir einfach, ach Gott, ganz ehrlich, jetzt muss das jetzt sein. Ja, und das ist doch der eigentliche Punkt, dass wir unseren Kindern sowas vorleben können. Und dass dieser Perfektionismus aufhört und dieser Förderwahn aufhört, das ist mein großes Ansinnen. Lasst mal die Kinder echt selber durch ihre eigenen Entwicklungsstufen gehen und hört auf, da die ganze Zeit dran zu ziehen und zu zerren. Das schafft viel mehr Probleme als das andere. Und Pubertät ist eh anstrengend genug. Also das müssen wir uns nicht noch verschärfen. Ja, und ich finde, du hast es jetzt auch nochmal so schön sichtbar gemacht, so in den ersten 3 Jahren, wenn die Kinder so viel lernen, da erlauben wir ihnen, dass sie Fehler machen, dass sie ein Glas umkippen, dass sie durch eine Pfütze laufen, dass sie sich beschmutzen, dass sie Sand essen, keine Ahnung, was kleine Kinder halt so machen. Und in der Pubertät, ich meine, da essen die keinen Sand und laufen die durch Pfützen, da machen die halt andere Sachen. Da sind wir dann wesentlich strenger, ne? Und sagen dann, ja, nee, also jetzt nee, also nee, so möchte ich das nicht, ne? Und das finde ich auch spannend, dass wir da unterschiedlich agieren, obwohl die Phase ja immer noch zum Erwachsenwerden zum dazugehört und trotzdem mit unterschiedlichen Maßstäben rangehen. Und was mir zum Beispiel viel geholfen hat, war, dass ich meine Kinder an den Tätigkeiten, die ich mache, teilhaben lasse. Also unter anderem male ich ja, wie du weißt. Also ich male zum Beispiel und dann frage ich meine Kinder, wie findet ihr das, was ich gemacht habe? Und dass die Kinder dann einfach die Möglichkeit haben, genauso wie ich sage, die Schulnote gefällt mir nicht, können die aber auch sagen, ja, also, was hast du da dir jetzt bei gedacht? Warum hast du die Farbe genommen? Oder? Und ich glaube, das erleichtert zumindest für mich nach hinten raus dieses Loslassen. Weil am Ende wollen wir ja alle, egal ob als Helikopter, Schneeflug oder total anti-autoritäre Erziehung, wir wollen ja, dass die Kinder ihr Leben leben. Also der Wunsch ist ja bei allen gleich. Und ich glaube, je früher wir anfangen mit diesem Loslassen, also gerade Pubertät bietet sich ja super dafür an, desto einfacher wird es ja nach hinten. Weil ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, jetzt durch Beobachten, dass dann oft die Kinder so rausgeschmissen werden. Weißt du, so jetzt bist du 20, jetzt musst du es doch auch können. Weißt du, und vorher war halt aber eine Phase, wo das Kind gar nichts alleine machen musste, weil halt immer einer da war, der sich gekümmert hat. Und das finde ich dann zum Beispiel auch nicht fair. Also das ist so, wo ich mir denke, das finde ich jetzt unfair. Das Kind muss das die ganze Zeit nicht machen und plötzlich, weil da jetzt 20 steht, heißt es, das Kind muss es machen. Und ich glaube, wenn man sich so damit auch nochmal so befasst, so dass der Moment ja kommt, ist ja die Frage, wie will ich denn diesen Moment auch so vorbereiten? Und da kommt mir zum Beispiel auch nochmal der Gedanke, und dann gebe ich wieder an dich ab, wo wir im Vorgespräch gesprochen haben, wo ich dir auch die Frage gestellt habe, warum haben wir Kinder bekommen? So diese Idee, warum bekommen wir Kinder? Und ich habe da mal was gesehen und gehört, da ging es um eine Umfrage in den 80er Jahren, warum bekommt man Kinder? Und dann war wirklich so dieses, ja, keine Ahnung, weil ich auch meinen Kinderwagen fahren will. So, und das soll nicht heißen, dass man gleich so einen sinnerfüllten Gedanken hinter Kinderkriegen haben sollte. Also, ne, dass man gleich so dieses, mein Kind und ich möchte und so. Aber ich glaube, es hilft einfach nochmal so zu wissen, ich habe jetzt, warum bekomme ich denn Kinder? Gut, klar, Fortpflanzung, aber es ist ja dieses Begleiten wollen eines anderen Lebewesens und dabei zuzuschauen, wie dieser Mensch sich entwickelt. Und mir zum Beispiel hilft das total, weil ich sage, okay, was war denn der Anlass? Warum wollte ich denn Kinder? Wenn man dann für sich diesen Fokus... Ich finde diese Frage so toll. Weil das, also für mich ist das einfach nochmal so eine Fokusfrage, zu sagen, okay, warum? Wenn ich natürlich sage, ich wollte ein Kind, weil das Kind soll mein Unternehmen führen, dann hat man zumindest schon mal den Grund. Weißt du, aber dann kann man ja zumindest damit arbeiten. Aber ich glaube, dass sich nicht alle mit dieser Frage beschäftigen. Und dann finde ich das auch gar nicht verwunderlich, wenn dann plötzlich so dieser Boden unter den Füßen weg ist. Genau. Und ich finde die Frage super. Die habe ich in unserem Vorgespräch schon so geliebt von dir. Weil es vielleicht einfach mal wieder so das Setting klar macht. Also, ja. Wenn man das jetzt provokativ überspitzen würde, könnte man jetzt sagen, wolltest du den Kindern, damit du die nächsten 20 Jahre eine völlige Selbstaufgabe deiner eigenen Bedürfnisse hast und nur noch dich auf dein Kind konzentrierst? Und wenn die dann wirklich aus dem Haus sind, du in ein tiefes Loch fällst, weil du kein Projekt mehr hast, weil du dich über das Muttersein
so definiert hast, warum wolltest du denn Kinder? Und du hast es ja gerade schon formuliert, dieses Begleiten heißt ja nicht, dass ich jemanden in mein Korsett presse, in mein Leben. Es ist ja mein Leben. Und dieser kleine Mensch, der da entsteht, der hat ein ganz eigenes Leben. Und dieses, ich kann ihm nur vorleben, was für mich gut ist. Und indem ich meinen Kindern vorlebe, wie bei dir jetzt gerade, dass wir beide ja malen, leben wir unseren Kindern vor, damit können wir was erschaffen und kreativ sein. Wir können ihnen vorleben, wir gehen gern raus und ich gehe zum Beispiel unheimlich gerne in die Berge. Das ist mein Leben, mein Punkt. Und wir können ihnen das anbieten und sie nehmen sich entweder was daraus oder erfahren ihren eigenen Bereich. Aber dann ist es nicht, mein Projekt Kind ist dann nur gelungen, wenn ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich ein Kind möchte, weil ich jemanden haben möchte, der mein Leben nachlebt. Oder der so wird wie ich. Das wäre ja nicht der, überhaupt niemals der Gedanke. Aber warum haben wir denn Kinder bekommen? Und den Gedanken, den finde ich so spannend, dass man sich da wirklich mal ge selber Gedanken drüber macht, dass es auch hier vielleicht in dem Podcast jetzt gar nicht groß ausgebreitet werden soll, warum wir zwei Kinder bekommen haben, sondern dass jeder selber mal überlegt, warum wollten wir denn eigentlich Kinder? Und vielleicht ist es ja sogar spannend auch zu erfahren, bei Paaren, was hat denn mein Mann damit zu tun? Also was waren die Gedanken meines Mannes? Was war für mich wichtig? Und mal zu reflektieren, was ist da gerade im Augenblick? Also wo stehe ich da gerade mit dem Wunsch? Und wie weit kann ich da vielleicht jetzt aus dem Bereich sagen, müsste ich vielleicht nochmal nachjustieren oder sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, läuft ganz gut. Also diese Selbstreflexion dann mal so als zum Anlass nehmen. Total, weil ich finde ja auch, und da geht es dir bestimmt genauso, behaupte ich, man lernt ja auch in der Pubertät, also mit den eigenen Kindern, so viel ja auch nochmal für sich. Also man wird ja Absolut, wirklich ja. mit Dingen konfrontiert, wo auch ich dachte, kann ich und kann ich nicht. Also Geduld zum Beispiel, Geduld. Geduld ist etwas, ich übe noch immer dran, aber es ist auf jeden Fall schon wesentlich besser, als ich noch keine Kinder hatte. Und das ist ja auch so diese Spanne, auch zulassen, dass man sich selbst ja auch als Elternteil dadurch ja weiterentwickelt. Also es ist ja nicht nur diese, das ist meine Wahrnehmung, dass es oft so einseitig gesehen wird, ist ja nicht nur diese Abreibung für den Jugendlichen und diese Abnabelung für den Jugendlichen und diese Selbstständigkeit für den Jugendlichen. Es ist ja genau für uns auch. Wir reiben uns ja auch ab und für uns ist ja Abnabelung genauso wichtig. Also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich immer glaube, Abnabelung ist ja von beiden Seiten. Also das Jugendliche, der Jugendliche kann sich ja abnabeln, wie er will. Wenn die Mutter die Nabelschnur festhält, kommt er nicht weg. Genau das. Absolut, ja. Das ist auch der Punkt, wo wir jetzt wirklich den Gedanken nochmal so spannen können, dass diese Abnabelung, die ist wichtig und die müssen wir beide, also beide Seiten müssen die leben dürfen. Und das gelingt uns wirklich nur dann, wenn wir uns in dem Bereich zurücknehmen und sagen, ja, dieser Prozess darf sein. Und da würde ich ja mir wünschen, dass wir es viel mehr so locker sehen können und wirklich den Gedanken dabei auch weiter forcieren. Also damit umgehen lernen. Genau, und was ich ja nochmal so sagen kann aus meiner eigenen Erfahrung, niemand muss durch diesen Prozess alleine. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Viele glauben, nur die Mütter oder nur die Väter oder nur die Eltern müssen da durch und kein anderer darf denn da irgendwie so mit rein. Also dieses sich, wie du arbeitest ja als Coach, wir haben zum Beispiel für unsere Kids auch einen Coach am Start, auf den sie regelmäßig zurückgreifen können, weil ich das, also ich bin ja selber in dem Bereich tätig, aber ich bin ja so ein Fan davon, weil ich mir denke, so ein neutraler Dritter schadet nie jemanden. Also dieses Bewusstsein auch nochmal vergrößern, dass eben die heutigen Zeiten einfach ganz andere Möglichkeiten haben und man die halt alle auch ausschöpfen darf. Also nicht im Vergleichen, sondern im Unterstützung holen und sagen, okay, bis hierher und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und jetzt hole ich mir jemanden, weil ich glaube, dass da auch noch eine Hemmschwelle ist bei vielen, beziehungsweise ich auch oft höre, das wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Ja, das ist ja so spannend. Also das heißt ja nicht, dass wir es nicht gut können. Genau. Ich habe dir ja erzählt, dass meine Kinder nicht bei mir Skifahren gelernt haben und nicht von mir Schwimmen gelernt haben. Und dass ich im Hörbereich stand und ich genau gehört habe, was der Skilehrer meiner Tochter erzählt hat. Und sie dann rauskam und sagte so, ja, der hat es mir jetzt richtig erklärt. Und ich einfach nur meinen Mund gehalten hatte, weil ich mir dachte, ja, der hat es genauso erklärt wie ich. Nur, dass du bei ihm zugehört hast und bei mir das Diskutieren angefangen hast. Das heißt, manche Sachen dürfen wir einfach outsourcen. Nicht, weil wir es nicht können,
sondern weil unsere Kinder das von einer anderen Ebene einfach leichter übernehmen, einfach annehmen können. Und bestimmt sind in meinen Coaching-Prozessen ganz viele Sachen dabei, wo die Eltern auch sagen, ja, das habe ich meinem Kind auch schon tausendmal gesagt. Und es aber halt bei mir von einer anderen Ebene kommt und dass wir uns da wirklich die Unterstützung holen können. Warum sollen wir durch dieses tiefe Tal alleine durch, wenn es doch manchmal sehr viel leichter geht, wo ich sage, ey, outsourcen, lass es jemanden machen, der da Experte oder Expertin ist und ich lehne mich zurück und kann dann mit neuen Möglichkeiten, mit vielleicht und auch Unterstützung für mich, ganz neu agieren und gehe raus aus dem Stress. Das Genau. ist so wichtig. Ich finde es auch, da haben wir in unserer Zeit wirklich eine Riesenchance, dass wir das wahrnehmen können. Ja, und so wie du eben auch gesagt hast, ne, man ist eben nicht in dieser Situation, die dann Stress erzeugt drinne, sondern kann da eben Luft holen, um dann eben in an anderen Situationen weiterzumachen so. Und das finde ich super wichtig, auch nochmal, das auch nochmal so sichtbar zu machen, dass es dafür ja Coaches wie dich gibt und Lehrerinnen, die engagiert sind. Weil später haben die Jugendlichen ja auch als erwachsene Leute einen großen Bekanntenkreis. Weißt du, das ist ja dann auch so, wo du sagst, die gehen dann in die Lehre, dann haben sie die Berufsschullehre oder geht zum Studium, haben da einen Vertrauenslehrer und da den, also da haben sie ja auch diese Bandbreite. Aber in der Pubertät glauben wir oft, es alleine meistern zu müssen Ja. und wundern Ja, weil es ja uns. dann fast so ein Stigma ist, ja, wir haben das nicht geschafft, aber Ja. wir müssen das nicht selber schaffen. Ja. Und wenn es die Möglichkeit gibt, sich da Unterstützung zu holen, und das können ja auch Freundinnen und Freunde sein, aber sich da zu öffnen, aber nicht im Sinne von lästern oder jammern über die Nee. Situation daheim, sondern eher zu sagen, du schau mal her, ich komme da nicht weiter, was denkst du denn? Sich da wirklich diesen Blick von außen mal zu holen. Und manchmal ist es auch sehr sinnvoll, wenn man irgendeinen Erwachsenen im Leben hat, ob das jetzt die Paten sind oder Freunde der Familie, und da wirklich mal über Bande zu spielen, dass wir das nicht alles selber machen müssen. Dann greift sich halt mal eine Freundin der Familie oder ein Freund der Familie die Kinder und fährt mal irgendwo hin und unternimmt was mit denen. Und da reguliert sich auch ganz viel, mal so diese Distanz zu schaffen zwischen diesem Bereich der Reibung, den wir ja in der Pubertät einfach haben in der Familie, und das mal outzusourcen. Dann hört halt das Kind mal der Patentante zu oder dem Patenonkel oder dem coolen Freund oder Freundin der Familie, und da reguliert sich auch ganz viel, wenn wir da vielleicht im Vorfeld mal sagen, wir haben da ein Problem. Aber das trauen wir uns ja meistens nur zu sagen im großen Poker des Jammerns. Also wer hat den meisten Grund zum Jammern? Da sind wir ja so ein bisschen Weltmeister drin. Ja, so stell dir vor, was mein Kind, mein Teenager wieder gemacht hat, ja. Und oh Gott, dann ist großer Aufschrei. Und dann kommt die andere Mutter oder der andere Vater und trumpft noch eins drüber. Aber das ist ja nicht lösungsorientiert. Richtig. Wir wollen ja irgendwo eine Möglichkeit haben, und da ist wieder der Schlüsselbund. Ja. Was könnte einer der Schlüssel sein, der gerade besser sperrt als der alte, rostige, der an meinem Schlüsselbund schon seit 12 Jahren rumhängt und der jetzt irgendwie gar nicht mehr sperrt und knirscht und knarzt und sogar vielleicht stecken bleibt und man geht gar nichts mehr. Also das Wo ich Bild mit sage, dem hey. Schlüsselbund ist echt super. Ja, es macht es leichter, Ja. weil wir dann verstehen, dass es gibt nicht die Lösung. Es gibt Lösungsansätze und irgendeine wird greifen. Und statt jetzt da auf dieser einen zu beharren, nach dem Motto, die hat jetzt aber so lange gedient und war sinnvoll, einfach mal sagen, nee, die ist es dann jetzt vielleicht nicht mehr. Und vielleicht ist es die ja in 3, 4 Jahren wieder. Ja, vielleicht ist es dann wieder dieses Ursprüngliche, das wir ganz lang mit unseren Kindern auch veranlagt haben. Aber jetzt gerade geht er nicht. Und deswegen erst mal weg damit. Ja, Nach hinten. es ist so spannend. Also am Ich habe dir Ende, ja gesagt, wir könnten Stunden ja. darüber reden und wir würden nicht fertig werden. Ja, weil das auch so wichtig einfach ist, so für alle Beteiligten, finde ich. Ich finde, es ist so, dieses auch, also ich will ja immer so dieses Verständnis auf Elternebene schaffen, wo ich auch mal sage, wenn ihr da durch seid, wisst ihr, wie viel Verantwortung ihr wieder für euch kriegt, Ja. um euch selber so zu kümmern, so für eure Sachen. Und wo ich immer denke, alleine das muss doch schon Anreiz sein zu sagen, wir gehen da zusammen irgendwie smoothie durch, dass halt jeder seinen Ja. Tanzbereich so wieder hat. Also das ist zum Beispiel so für mich auch so eine Erkenntnis, so ich bin super gerne mit meinen Kindern zusammen, ohne Frage. Aber ich freue mich eben auch, wenn ich nicht kochen muss und wenn ich keine Wäsche waschen muss und wenn ich nicht überlegen muss, welches T-Shirt muss zu wann wo liegen oder
sondern wenn ich einfach mal nur Jana sein kann, so. Und das ist so dieses Schöne an diesem Alter einfach, dass man da wieder so ein bisschen mehr Raum für sich einfach so hat. So gerne man früher, wo die klein sind, jeden Pups gemacht hat, aber zu erkennen, dass man jetzt wieder mehr für sich sein kann, seine Reisen planen kann, wie man das für sich planen will, weil man nicht mehr auf Kinder, AI-Urlaub, whatever gucken muss. Ich finde das so toll einfach. Und das ist ja auch, finde ich, der Punkt, dass wir in der Pubertät diese Chance wieder wahrnehmen dürfen, wirklich unsere eigenen Bedürfnisse Ja. viel mehr, also Kleinkindalter brauchen sie uns einfach. Natürlich. Dann kommt die Phase, wo sie uns weniger brauchen, jetzt wirklich zu verstehen, während der Pubertät ist es eine riesen Chance für uns Eltern, dass wir uns wirklich um uns wieder kümmern dürfen. Ja. Was macht denn uns glücklich? Nicht nur über die Definition, was macht mein Kind glücklich, sondern was mache ich als Ja. Mensch gerne? Ja. Du als Jana, ich als Susanne. Ja. Was begeistert uns? Und da wieder reinfühlen. Und das macht uns als Eltern dann auch, finde ich, noch wertvoller, weil wir damit ihnen auch den Druck nehmen. Sie wären dafür verantwortlich, Ja. dass es uns gut geht, weil du, weiß nicht, ob du das schon mal so bewusst wahrgenommen hast, dass ja Kinder nicht selber verstehen, dass wenn wir gestresst sind, dass es unser Stress ist, sondern dass sie das oft auf sich beziehen. Also sie passen nicht. Und die können jetzt endlich erfahren, dass wir uns um uns selber kümmern wieder, dass wir für uns selber sorgen und dass es nichts mit ihnen zu tun hat, wenn wir gestresst sind, dass wir ihnen da den Druck nehmen. Ihr seid nicht für uns verantwortlich, dass es uns gut geht. Und ihr dürft euer Leben ausprobieren und wir kümmern uns wieder mehr um uns und sind deswegen gelassener und ruhiger, wenn es um diese Diskussionen mit Ausgehzeiten oder Grenzüberschreitungen geht. Und da ist ja diese große Chance der Pubertät, die wir leider nicht sehen können, weil, komme ich so auf den Punkt zurück, den du vorhin angesprochen hast, Pubertät heißt ja, dass unsere Kinder uns echt ein Geschenk machen. Es ist nur seltsam verpackt. Das Ja, hast du und das schön heißt, gesagt. ja, wir können uns wirklich, also entweder kriegen wir einen Spiegel vorgehalten, das hast du ja vorhin auch angesprochen, und können uns erst sagen, nee, das hat gar nichts mit mir zu tun. Und doch, es hat was mit mir zu tun, also. Die Muster und Strukturen unserer Kinder kommen ja nicht von ungefähr. Und wir können das entweder als Geschenk annehmen und sagen, ich merke gerade, da kratzt es echt ein bisschen, das hat auch was mit mir zu tun, ich darf da auch eine neue Lösung finden für meine Bereiche. Also ich bin ja zum Beispiel ein Super-Rebell, also eine Rebellin des vom Feinsten. Ich habe durch meine Kinder gelernt, dass es dieses immer, dieses eigene auch manchmal total schön ist, da einen Kompromiss zu machen und diesen Fokus auf das Rebellensein zurückzunehmen. Und warum? Weil meine Tochter die Riesenrebellin ist, ja. Und holla die Waldfee, gab es da Kontrast in unserem Leben. Aber es war wichtig und es war sinnvoll für sie und ich durfte durch sie lernen, dass mein Rebellentum auch ganz schön anstrengend ist für mein Umfeld und dass man da vielleicht auch mal korrigieren kann. Ja. Und ja, man kann es. Und dieses Geschenk, wie gesagt, das war mein Geschenk von ihr, dass ich da durch die Pubertät, durch dieses Kantige neu lernen durfte. Das ist eine Riesenchance. Die können wir Definitiv. echt alle nehmen. Ja. Und die Chance für unsere Kinder, die ist halt, dieses Umstrukturieren vom Gehirn durch die Pubertät, ist, dass sie sich komplett neu entwickeln können. Vom Kleinkind zum eigenständigen Menschen. Und wir haben doch alles angelegt. Ja, und da jetzt einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, es wird schon werden. Genau. Passt schon. Sagt man Passt in schon. Bayern. Genau. Ja, genau. Und auch dieses Vertrauen, dass man ja gute Sachen angelegt hat, dass wir ja immer in Liebe gehandelt haben und dann das jetzt einfach zum Ausdruck bringen und eben Luft ranlassen an diese ganze Geschichte. Ne? Das denke ich auch immer wieder. Dieses Luft ranlassen Das hast du an, schön formuliert. Genau, ne? Luft dran Luft lassen. ranlassen, so das, das hilft immer so ein bisschen. Sehr schön, liebe Susanne. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen Glaube, wir auserzählt zum Thema, obwohl ich noch ganz viele Fragezeichen habe, aber ich würde sagen, für die Folge kommen wir zum Ende und wenn Fragen sind oder Anmerkungen oder whatever, dürfen alle Teilnehmerinnen, Zuhörerinnen, nicht Teilnehmerinnen, Zuhörerinnen, die oder mir schreiben. Ich werde unten alles verlinken, deine Webseiten und deine Social-Media-Profile. Und wer dann ein Anliegen hat, darf sich an dich wenden oder an mich wenden und ich wende mich an dich, wie auch immer. Und wer Ja, weiß, genau. vielleicht entsteht daraus nochmal eine zweite Folge zum Thema, weil ich das spannend finde, weil ich vielleicht selber gerade auch in dieser Phase bin. Aber ich glaube, am meisten finde ich die Phase spannend, weil ich am unvorbereitetsten einfach war auf diese Phase, weil einem das keinem erzählt, wenn man schwanger ist, dass die Kinder irgendwann Pubertät haben.
Das kann Du, zum man Glück erzählen die uns das nicht. Wir sagen. würden ja alle keine Kinder kriegen. Wir würden sagen, vergiss es, lass es gut sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich kann mich immer nur daran erinnern, dass sie gesagt haben, ja, und dann schlafen sie nicht oder dann trinken sie nicht. Und dann habe ich mal gedacht, okay, wenn sie dann ein sind oder zwei, dann wird es einfach oder drei oder vier. Plötzlich waren sie 12 und habe ich mir gedacht, das war ja alles Kikifax vorher so. Also deswegen finde ich das Thema einfach auch so wichtig, nochmal so Ja. transparent und sichtbar zu machen. Und danke dir von Herzen für deine Zeit und unseren Austausch. Liebe Jana, ich danke dir von Herzen. Es war, wie schon unser Vorgespräch, so eine Leichtigkeit in der Art, mit dir zu reden. Es ist einfach ein Traum. Und vielen Dank für den tollen Austausch. Es hat super Spaß gemacht. Ja, wir sind gespannt, was kommt, Genau. was sich entwickelt. Und vielleicht kommen wir ja wieder ins Gespräch. Also, Genau. es würde So. mich freuen und sehr, sehr gerne. Es war ein Traum. Dankeschön. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Und in diesem Sinne schicke ich sonnige Grüße in die große weite Welt hinaus und sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal im Podcast Gedankentänze. Ciao. Ciao.